Auch in der Kategorie Unterricht innovativ ist die Nominierungsphase für den Lehrerpreis 2016 bereits angelaufen. Welche Projekte finden den Weg in die Jury? Ich fand, das waren ganz vielfältige und teilweise auch interessante Unterrichtsprojekte, die da zusammengestellt waren. Vielfältig deshalb, weil die aus unterschiedlichen Fachrichtungen stammten. Einige waren auf ein Fach bezogen, andere waren fächerübergreifend, also im Zugriff mehrerer Fächer. Es waren Projekte, die eine Einrichtung oder eine Klasse oder eine ganze Schule betrafen, also sehr unterschiedlich. Das sind dann eben auch Projekte, die bei der Jury Auszeichnung gefunden haben. Das ist ja klar, weil eines der Kriterien für die Bepreisung dieser Projekte eben darin bestand, sich Projekte anzugucken, die übertragbar sind. Sie arbeiten an einem innovativen, integrativen Unterrichtsprojekt im Team und fächerübergreifend? Dann bewerben Sie sich jetzt.